Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von unserer Minecraft-Welt. Hansestadt Meinjok. Mit dabei ist auch wieder der Savlor. Der Savlor steuert das Ganze heute. Recht schönen guten Tag. Und der Savlor, also wir haben heute, der Titel ist ja der geheime Gang, oder frag mich nicht, aber es hat definitiv was mit unserem geheimen Gang zu tun. Und wir starten bei Savlors Hotel. Und er wollte euch erstmal was zeigen. Ja, also hier seht ihr ja, also so eine kleine Wand und ein Bild. Und wie ihr wisst, haben wir ja schon das Hotel hier vorgestellt, das ganze Ding hier. Und hier war eine Tür. So, jetzt müssen wir gucken, in die Mitte. Links, rechts, da. Und hier ist die Tür. Ich habe mir einfach mal vorgenommen, das wie bei dem Herrn neben mir im Büro so zu machen, dass ich so einen Geheimeingang habe. Genau, und hauptsächlich, also das wollte er nochmal zeigen, und hauptsächlich geht es ja darum, mit dem geheimen Gang, und da gucken wir erstmal, wie man von, also zumindest man kommt, also der geheime Gang hat eigentlich ist fast mit jedem Gebäude so hauptsächlich verbunden mit dem geheimen Gang, also nicht viel, also die Hauptgebäuden, sage ich jetzt mal so, Gebäuden, geiles Deutsch, ja, und durch diesen ganzen Hinterzimmer muss man gehen, um diese kleine Tür zu finden. Und dann landen wir erstmal in Zaflors Keller. Den hat nämlich auch noch niemand gesehen. Zeigen wir vorher mal die Technik hier. Das ist die Türtechnik. Damit die Tür aufgeht, also im Dunkeln geht sie zu und am Tage. Ja, genau, das ist ja für die Tür, und am Tage bleibt sie halt offen. Da kannst du mal nach hinten laufen, wie weit das geht. Das ist hier das Licht für den Pilz, der draußen steht. Nicht wundern, da oben, das sah ein bisschen komisch aus. Also hier müssten wir aber echt nochmal ein bisschen was machen. Also mit dem Boden und so und Decke. Das müssen wir schon ein bisschen detailgetreuer machen. Aber das schaffen wir schon. Ist ja halt Keller. Und dann nochmal die Elektrik für die Tür. Mussten wir jetzt runter. Nee, genau da runter. Das geht dann bis zu diesem Sensor. Der Sensor ist nämlich ganz weit hinten. Nicht abbauen, auf keinen Fall. Ist ganz weit hinten. Der ist draußen nämlich. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Dann gucken wir noch mal kurz in den Keller und dann gehen wir in den Geheimen an. Ja, da muss jetzt. Na gut, wir total angehen. Schön. Muss jetzt. So, und der Keller ist noch nicht ganz ausgebaut. Hier ist noch eine Menge Platz. Aber das ist erstmal, wenn man so will, genau diese Größe, wie das Hotel ist, ist auch der Keller. Das haben wir, ist ja uns wichtig, dass das immer so ist. Und da wollen wir erstmal mal einfach mal weitergehen. Ja. Ja, wir gehen weiter. So, ach gut, wir haben es Verbindungstunnel genannt. Klingt besser als Geheimtunnel. Gut. Machen wir mal die Tür auf. Und wir sehen schon mal eins. Der Verbindungstunnel ist belichtet mit Redstone. Und noch nicht die Schilder zeigen, bitte unbedingt. Erstmal drehen, genau. Und, also wir zeigen die Schilder gleich, aber erstmal nochmal zu dem Licht. Das kann man alles ein- und ausschalten an einem Punkt. Bis jetzt nur an einem Punkt. Ich will es vielleicht noch erinnern, ich weiß noch nicht wie. So, jetzt drehen wir uns erstmal um. Wo lang können wir denn jetzt gehen? Wir können nur in eine Richtung. Wir hätten nämlich eine Tonhalle. Wir hätten Zaflos und Shida Hadimi 2015 deren Wohnraum, also unser Haus sozusagen. Das Bergwerk, frag mich jetzt nicht, was Bergwerk? Ach so, ja, Bergwerk, ja, das ist unser Keller. Ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Dann das Orange Twin Haus, oder wie wird das Haus, das Schild muss noch verändert werden. Dann hätten wir Pferdestall plus Pferdeschau. Wir haben so einen kleinen Pferdehof gebaut. Und die Lobby. Klingt jetzt ein bisschen schwul mit Pferde. Hof, aber passt schon. Deswegen wollen wir erstmal ganz entspannt. Also, du bist ganz mit. Du kannst nicht fliegen, aber du kannst schon mal schnell im Tempo laufen. Sagen wir mal so. Also, so. Hier haben wir nämlich nochmal schönes Licht. Also, es geht alles mit einmal aus. Demonstrieren können wir selbstverständlich auch. Wie das alles funktioniert. Und dann passt das auch. Also, sagen wir mal so, ist schon tief gemacht. Wir mussten das so tief machen, weil ja über uns Wasser ist. Das haben wir dazu gesagt. Und wir wollen nochmal entschuldigen wegen dem Ton vom letzten Video, wo wir unsere U-Bahn vorgestellt haben. Das war schon ein bisschen scheiße. Also ich fand es ein bisschen scheiße mit dem Ton. So, also nach links geht es zum Pferdehof. Zurück könnten wir jetzt zum Saflors Hotel plus Keller gehen. Dann rechts, wo es zum Bergwerk ging, Tonhalle, Saflors blablabla, Orange Twin Tower und Lobby. Oh gut, Orange Twin Tower steht jetzt hier. Das ist Wahnsinn. Da kannst du mal lang laufen, nur mal dahin laufen. Wie weit es ist, mal zeigen.
und du kannst doppelt drücken. Genau, so mache ich das. Weil es ja trotzdem nicht schnell. Also schnell ist was anderes, sagen wir mal so. Ja, und was steht da vorne dran? Müsste wirklich auch das gleiche dran stehen wie an den anderen Schildern. Genau, Pferd Stahl plus Pferde Schau. Genau, und dann wollen wir mal gucken in die andere Richtung. Ne, wir wollen das uns dann nicht angucken. Dafür gibt's noch ein extra Video, keine Angst. Ihr wollt alles verpacken in Videos. Also ihr wisst schon mal, was euch erwartet. Das ist schon mal klar, aber die Twin Tower haben wir ja schon mal vorgestellt. Da zeigen wir zu den Twin Towern, gibt es aber noch keine Erweiterung heute, weil das ist eine gute Sprintstrecke, sagt das Hafer. Es gibt noch eine Erweiterung bei den Towers, aber die zeigen wir noch nicht. Du musst jetzt nicht alle Schilder so besonders zeigen. Das ist die Tonhalle, da würde es zur Tonhalle gehen. Da geht es zur Lobby, zu den Orange Twin Towers. Da gehen wir nämlich als nächstes hin. Die Schilder sind erstmal egal. Oder? Warte mal. Naja, warte mal. Gehen wir bis zur Tür. Und wir wollen mal das Licht ausschalten. In dem ganzen... Wie soll ich sagen? In dem ganzen... Verbindung zum... Geil, Lichtschalter. Das leckt jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt euch zeigen können. Gut, das sind jetzt ein paar Lichtbugs. Oh, nur ein paar. Da hinten ist alles dunkel. Da hinten ist alles dunkel. Machen wir mal das Licht hier an. Wir haben auch viel, also wir haben sau viel mit Redstone gebaut auf dieser Welt und da wollen wir mal zu den Twin Towers gehen. Zumindest, warte mal, wir können doch in dem Video, genau, wir machen in dem Video, du kannst laufen schon, ja? Wir können in dem Video noch verpacken die Twin Tower Erweiterung, weil da gibt es ja noch eine Menge Erweiterung, was wir dazu gebaut haben. Das Haus. Na. Naja, ist doch mal so ein kleines Extra. Was? So, ja. So, jetzt hätten wir hier mal die Lobby. Die Lobby kennt ihr ja alle. Dann Orange Twin One. Savlor hat da nämlich sein Büro. Und wir, aber wir wollen mal zu Shidami. Uah, du klebst an der Wand. Das ist. Naja, jetzt nicht. So, Orange Twin 2 MB Let's Player. Steht da dran, gut. Shidami hätte ich auch anschreiben können. Savlor hat halt keinen Firmennamen unbedingt. Deswegen konnten wir es jetzt nicht ändern. Ja, und das haben wir dann halt gleich hier drin gebaut. Was machst denn du? Alter, du musst aber Betetüren schon aufmachen, ja? Was denkst du, warum ich zwei Türen habe? So. Nicht stopp, stopp, drehen. Was? Digga, du sollst zu den Twin Towern gehen und das gehen wir durch und durch. Nicht zu den Twin Towern, bin ich doof. Wir zeigen es von draußen, genau. Warte mal, wir machen es mal anders. Halt mal so. Also, du nimmst mal das. So. Komm so mal rüber, junger Mann. Bisschen. Ja. Schon ein bisschen näher kommen. Also, ja. Ja, was hätten wir denn hier? So, wir hätten jetzt hier die kleine Erweiterung von den Twin Towern. Da hätten wir einmal unser Parkhaus. Also, das wird nochmal ziemlich mega großes Firmengelände. Sagen wir mal so. Hier hätten wir nämlich ein Parkhaus plus eine Etage schon drauf. Mit vollständigem Licht. Man sieht ja jetzt schon eine Menge von unserer Welt, muss ich sagen. Aber ich finde es gut. Hier sind ungefähr 38 bis 40 Parkplätze. Ich finde, das sieht nicht so schlimm aus. Das Licht hier oben können wir an- und ausschalten. Das Prinzip ist einfach nur, wenn wir jetzt hier kommen, wir können jetzt hier reingehen. Die Leute, die das Auto parken würden, würden dann halt hier lang gehen. Die Treppe rauf, man braucht viel Fantasie, versteht sich. Man geht halt hier rauf, dann nochmal hier die Treppe hoch. Oh, schön. Und dann sind wir halt auch schon hier oben. Können das Licht nochmal ausschalten, das würde ich auch nämlich nochmal zeigen, für das Parkhaus. Ja, und dann ist alles stockfinster. Aber das sieht man ja schon von Weitem, dass alles stockfinster ist. Außer hier, das muss sie leider so mit den fackelnden Lichten gehen halt nicht. Notlicht, sage ich jetzt mal dazu. So, dann machen wir das mal aus und hier stehen mal Licht Tag aus. Was hätten wir denn hier nochmal? Wir hätten Licht erste Etage, das können wir auch ausschalten. Plups ist es aus und wir können es auch wieder anschalten. Dann hätten wir noch die zwei Übergänge zur zweiten Etage, meines Erachtens nach. Zu meinem Twin Tower und zu Savlors Twin Tower, den sieht man noch da drüben. Das Licht hier oben, das gehört zum Twin Tower von mir und das andere Licht im Gang, das gehört zu Savlor. Zu seinem Tower, wenn er seinen Tower ausschaltet, heißt es dann, also wir wollen auch noch etagemäßig Lichtschalter machen, aber das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Aber wir wollen, haben das so geplant. Hier werden dann noch viele Büros entstehen, weiter bin ich noch nicht gekommen. Wir mussten auch noch ein bisschen was wegmachen. Hier von, na gut, kann ich viel zeigen, ist ja auch egal. Vom Dschungel muss ich mal sagen, also es war ein bisschen enttäuschend, dass wir so viel wegmachen mussten, aber ein bisschen mussten wir halt wegmachen.
Und wie kann man abschätzen? Runter, so kommt man runter. Sonst gibt es, glaube ich, zur Erweiterung nichts mehr zu sagen. Groß. Wir haben halt noch hier, halt, ist ja klar, Straßen gebaut. Die Straße war ja schon, aber die Straße wird zusätzlich gebaut. Das bisschen hier, den Fußweg. Plus noch die ganzen Lampen hier, da unten. Und da unten sind auch Lampen, die funktionieren auch mit Twin Tower 1 und Twin Tower 2. Versteht sich. Ja, und dann müsste das auch die Erweiterung gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch mal wieder wirklich gefallen. Wir können das ja mal von oben nochmal zeigen. Wir werden noch ein paar Etagen folgen, weiß noch nicht, wie viele Etagen. Warte mal, wir können ja mal... Ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Wie wir das von anderen Etagen. Wir werden auch nämlich bald, ich weiß noch nicht wann, aber definitiv schon mal einen Anfang bringen von den ersten Screenshots. Also immer nach und nach. Wir haben etliche Screenshots schon gemacht. Immer nach und nach, was wir gebaut haben. Hier sieht man die Ecke, die ich rausgenommen habe. Immer nach und nach, wie das zusammengebaut wurde, wie viel Zeit wir eigentlich dafür gebraucht haben. Also es ist schon viel Arbeit hier drinne. Also von oben sieht schon geil aus. Hier, das hat Zaflock, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Hast du das schon? Das habe ich nämlich so gemacht, weil ich dachte mir, das müsste eigentlich eingezäunt sein, wenn wir hier oben stehen, weil das ist sonst echt lebensmüde. Ja, und dann haben wir das mal eingezäunt. Zumindest ich habe das eingezäunt. Das kennst du ja schon. Das wäre perfekt. Nee, die Suiziden, oder? Genau. Die Luken kannst du auch nicht, oder? Die Luken habe ich auch nicht eingesetzt. Glaube ich, meine Sache. So, nein. Das war erstmal die kleine Erweiterung der Geheimtunnel. Da gibt es nichts mehr zu zeigen, ne? Ne. Da haben wir komplett abgearbeitet und halt die Twin Towers. Meine Freunde, wir bedanken uns bei euch recht herzlich. Sabler, ich habe noch eine Frage. Haben wir eigentlich Social Media Accounts wie Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus? Richtig übertrieben. Haben wir irgendwas? Ja. Wir haben alles. Alles. Wie heißen wir denn zum Beispiel auf Facebook? Ja, das ist gut, das war gut, danke. Gut, er glaubt. Gut, meine Freunde, wir sagen tschüss. Einfach Google. Tschüss.